habe was rausgesucht von dem Kanal Jurassic Outpost. So, zur Info, Jurassic Outpost ist ebenfalls eine Website, die nahezu alle Jurassic-Infos relativ aktuell hält. Also was ihr da lest, das war, glaube ich, noch nie falsch gewesen, was die da geschrieben haben. Die halten sich auch jedes Mal sehr bedeckt. Das heißt, wenn ich immer wieder mal Videos mache, wo ich sage, es könnte so sein und Theorien, angebliche Leaks, das werdet ihr bei denen nicht lesen. Die haben wirklich das, was man weiß, das wird dann da irgendwie auch geschrieben und auch dann gepostet. Vielen lieben Dank für das Stufe 1 Abo. Was ist denn das für ein Name? Attention. Vielen, vielen Dank für das Stufe 1 Abo. Genau, auf jeden Fall hat Jurassic Outpost ebenfalls einen YouTube-Channel. Und da habe ich jetzt 4 Videos rausgesucht. Zum einen, ich kann mal ganz kurz vorlesen, was wir uns da angucken. Und passt mal auf, das wird gleich richtig interessant. Achtung. New details from the cancelled Jurassic World Video Game from Splash Damage. Da geht es quasi darum, es gab mal eine Idee für ein Jurassic Park 3 Survival Spiel. Na, jetzt bekommen wir Jurassic Park Survival. Es gab mal die Idee für ein Jurassic Park 3 Survival Spiel. Wo ich dann natürlich gleich meine Ohren spitzen muss, weil Jurassic Park 3 ja mitunter ziemlich geil ist. Das werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen, was es damit auf sich hat. Das nächste Video, das wir uns reinziehen werden, ist The Mystery Behind Jurassic Park 3's Forgotten Video Game. Da geht es nochmal um dieses Survival-Spiel. Ich glaube, die beiden können wir auch ganz gut dann zusammenfassen, um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Geht 12 Minuten und 20 Minuten, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann ganz wichtig, die Frage, ist Jurassic Park Survival coming this year? Da gehen die darauf ein, was darauf hindeutet, dass Jurassic Park Survival schon dieses Jahr kommen könnte. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es da irgendwie für Argumente dann dafür gibt. Und zu allerletzt, Achtung, zu allerletzt schauen wir uns dann ein Video an. Das ist jetzt, glaube ich, ein Tag alt, oder? Moment, wann ist das denn? Vor 5 Stunden wurde es erst hochgeladen. Und das Lustige ist, ich habe das Interview gesehen mit Bryan Cranston, der Typ, der Malcolm mittendrin, der Papa war, der bei Breaking Bad den Walter White gespielt hat und der auch bei Godzilla 2014 eine Zeit lang die Hauptfigur gewesen ist. Der hat sich dazu geäußert, was er vom neuen Jurassic-Projekt hält. Und die suchen ja noch, also der Cast ist ja wohl noch nicht abgeschlossen. Immer noch komisch, dass das Ding immer noch 2025 rauskommen soll, wenn noch nicht mal der Cast fest ist. Aber Bryan Cranston hat jetzt wohl geäußert, dass er Bock hätte, im Jurassic-Franchise dabei zu sein. Und das Interview habe ich gesehen. Das wurde nicht speziell auf Jurassic bezogen, das Interview. Was war das denn nochmal gewesen? Bryan Cranston macht, glaube ich, irgendeinen Film mit Bryce Dallas Howard zusammen. Also die Schauspielerin, die auch Claire spielt. Und da wurde eben drauf angesprochen. Oder da wurden eben beide drauf angesprochen. Und ey, das ist schon ziemlich geil. Also wenn Bryan Cranston das machen würde, wäre es schon ziemlich cool. Dann hätten wir mal eine richtig gescheite Hauptrolle, wie das der Dr. Alan Grant. Es soll 2025 rauskommen. Ja, genau. Kennst du den YouTuber, was heißt, ein amerikanischer YouTuber, der sich auf Jurassic Park Theorien beschäftigt? Den kenne ich auch, ja. Also, nicht persönlich, sondern nur vom YouTube-Kanal her. Was ist besser deiner Meinung nach? Jurassic World Evolution 2 oder Prehistoric Kingdom? Da kommen wir dann später mal dazu. Also, so vom reinen Preis-Leistungs-Verhältnis sage ich Prehistoric Kingdom. Ja, gut, das sind auf jeden Fall jetzt erstmal die 4 Hauptthemen, die wir uns jetzt mal anschauen werden. Ich muss mal gucken. Ich werde mal schauen, dass ich diesem Kanal Jurassic Outpost vielleicht mal eine E-Mail schicke, dass ich mal irgendwie Kontakt mit denen aufnehmen kann, weil ich finde, es macht voll Sinn, von deren Kanal vielleicht sogar mehr Reactions aufzunehmen. Ich habe ja heute meinen, was wäre, wenn der Indominus Rex in Jurassic Park 2 dabei gewesen wäre, fertig aufgenommen. Das Rohmaterial ist einfach über 1 Stunde lang. Mal gucken, was am Ende bei rauskommt, wenn ich es geschnitten habe.
Und da gehe ich am Anfang vom Video auch ganz kurz darauf ein, dass ich überlege, den Hauptkanal eher mit so langen Videos zu bestücken und dass wir so kurze Infos vielleicht einfach in so einer Reaction abhandeln. Jetzt hier auf Twitch, ja, aber auch für den YouTube-Reaction-Kanal, weil ich hole mir die meisten Infos eh von Jurassic Outpost, dass das vielleicht Sinn machen würde. Könnt ihr auch mal ganz kurz hier abstimmen im Chat, ob ich weiterhin auch auf dem Hauptkanal diese Kurzvideos machen soll von 5 Minuten, wie jetzt, keine Ahnung, Scarkings Peitsche ist mal runtergefallen oder so ein Zeug. Weil wenn ihr auch sagt, nö, brauchst du eigentlich nicht, dann kann man das ja auch so als Reaction abhandeln. Wenn ich dann noch von Jurassic Outpost ein Go bekomme, warum denn dann nicht? Dann passt das doch. Guten Tag zurück, Jan R. Hast du mal Jurassic Park Analog Horror geguckt? Das habe ich auch mal geguckt, ja. Ja, aber die haben halt nicht immer so eine, also da ist keine Story dahinter. Das sind ja meistens einfach nur irgendwelche Hintergrundstimmen, die irgendwas erzählen und dann ab und zu flackert irgendwas. Ich finde es schon ganz cool. Aber dazu kann ich weder ein Video noch eine Reaction machen. Da wüsste ich, was ich so sagen soll, keine Ahnung. Kennst du Shadow? Er macht auch Content. Ne, kenne ich nicht. Leider nicht. Ich hab mir letztens mal irgendeinen Kanalnamen geben lassen von jemandem, der auch jetzt Godzilla-Content macht. Da habe ich sogar heute mal reingeguckt und er macht unfassbar geilen Godzilla-Content. So dieses Aufarbeiten von Rodan war es, glaube ich, gewesen. Wo kommt Rodan her? Wo kam die Idee her? So richtig gut recherchiert auch. Aber den Namen habe ich mir nicht mehr gemerkt. Weiß auch nicht, der mir den Namen damals geschickt hat. Guckst du oft Goji Center? Auch auf YouTube, meinst du? Ist der von YouTube? Frankensteins Kaijuverse, genau. Das meine ich. Da muss ich nochmal reinschauen dann. Ich muss jetzt mal ganz kurz screenshotten, was du hier geschrieben hast. Weil der auch supergeilen Content macht. Und ich schwör's euch, der wäre schon, also das ist supergeiler Content. Und der wäre schon wesentlich weiter, wenn die Thumbnails besser wären. Bei dem ist das echt so ein Thumbnail-Ding. Weil der macht echt geile Videos. Ja. Okay. Gotchi Center ist auch auf YouTube, ja. Nee, aber ich habe da bestimmt mal reingeschaut, aber sagt mir jetzt gerade nichts. Aber bestimmt habe ich ja schon mal reingeguckt gehabt. Aber ich habe den jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Gut, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir schauen jetzt mal ganz kurz drüben rein. Moment. Jurassic Park 3 Survival sollte das ursprünglich heißen, genau. Ach, wo habe ich es denn? Ich habe hier aber auch alles gerade wieder im Weg rumstehen, so. Dann gucken wir jetzt rein in neue Details vom gecancelten Jurassic World Videospiel. Was ja eigentlich dann aber gar nicht stimmt, ne? Ist ja eigentlich ein Jurassic Park Videospiel. Da wurde, glaube ich, einfach nur der Titel in Jurassic World umbenannt, weil Jurassic World gerade aktueller ist. Ist aber auch vollkommen wurscht. Das Spiel sollte eigentlich Jurassic Park Survival heißen. Und ich meine sogar Jurassic Park 3 Survival. Oder es sind zwei verschiedene Spiele gewesen. Wir switchen da jetzt auf jeden Fall mal rüber und gucken, was uns da über dieses Game erzählt wird. So, meine Kopfhörer brauche ich noch. Dann gucken wir mal. Weil ich habe echt keine Ahnung. Ich kenne das Jurassic Park Spiel Trespasser, ist das, glaube ich, ne? Was ja irgendwie auch nie fertiggestellt wurde, dann sollte Jurassic World ursprünglich auch nochmal ein Survival-Game bekommen. Ist das ja vielleicht sogar. Das wurde auch nie fertiggestellt. Deswegen lasst uns mal schauen, was jetzt hier groß erzählt wird über das neue oder das alte Jurassic World-Videogame, das niemals erschienen ist.
Wir machen mal hier unten die Untertitel an. Gibt nur keine. Na gut. Kriegen wir auch so gebacken. Moment. Lasst mich gerade mal kurz das hier richtig einstellen. So. Mit dem Ton passt auch alles, ne? Ist ganz wichtig. Müsst ihr mir mitteilen, ob es mit dem Ton wirklich stimmt. Denkst du, du wirst einmal so etwas wie Path of Titan? Ja, bestimmt irgendwann mal. Aber das sind auch so Survival-Games wieder, ne? Das ist nicht so meine Welt irgendwie. Das ist sowas wie Ark. Die Dinger sind halt richtig krass beliebt und bekannt und jeder mag die, aber... Das ist Tim für Arme. Das stimmt, ja. Das ist hier, das ist, wenn du Tim auf Wish bestellst. Okay, wir gucken nochmal neu rein. Und sagt mir auf jeden Fall Bescheid, ob das mit dem Ton passt. Auf geht's. Ihr hört gar nichts, gell? Ist ja witzig. Moment. Ja, das ist natürlich dumm. Ich höre, ja, okay, ich habe es eben gerade mitbekommen. Es ist halt alles gut, ey. Schild, ich mach jetzt den Ton an. Das war alles beabsichtigt. Ich habe auf jeden Fall nicht nochmal denselben Fehler gemacht wie immer. Okay. Moment. Wir machen den nächsten Test, ob es jetzt klappt. Achtung! From extinction. But there's one thing that seems to be missing. A video game. Now yes, of course, there is the successful and highly enjoyable park builder games from Frontier Developments, along with a wealth of pay-to-win mobile games. Ja, wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen, ne? So, und während ihr das jetzt alles hört, mache ich meine Kopfhörer gerade nochmal rein. Ich bin doch nicht so bescheuert und mache denselben Fehler dreimal nacheinander. Seid ihr doof oder was? So, das war alles Absicht. Auf geht's. The Jurassic World Trilogy has concluded. 3 movies, a short film, an animated Netflix series and a myriad of other tie-ins helped bring the Jurassic Park franchise back from extinction. But there's one thing that seems to be missing. A video game. Now yes, of course, there is the successful and highly enjoyable park builder games from Frontier Developments, along with a wealth of pay-to-win mobile games. Oh. But das Game hier übrigens eben gerade, was ihr hier seht, habe ich Gott sei Dank noch irgendwo auf meinem Rechner, bei dem Ding hier, habe ich noch irgendwo Gameplay aufgenommen. Das war ein Spiel... Kennt es irgendeiner von euch? Ey, das war nicht lange online. Das war, glaube ich, oh Gott, ein Monat online? Ja, habe ich schon mal gespielt, lese ich hier gerade. Ich weiß auch nicht, warum es runtergenommen wurde. Es war ein bisschen komisch von der Struktur her. Dass es Pay to Win war, wusste ich nicht. Dann ist es halt eh scheiße. Aber ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Und ich weiß auch nicht, warum es runtergenommen wurde. Da hast du nämlich einfach auch einen Typen gespielt mit einem Gewehr, er hier in der Mitte, und hast Dinosaurier befreien können und hast sie dann irgendwie auch kontrollieren können. Und ab und zu mit so einem Knopfdruck haben die dann irgendwelche Sachen kaputt gemacht oder so. Ey, ich fand das eigentlich nicht schlecht. Ich hab's auch nicht allzu weit spielen können, weil danach wurde es eben wieder runtergenommen, ne? Jurassic World The Game. Ja, das meine ich nicht. Ich meine das hier, das Ding hier. Das heißt Jurassic World irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Das ist aber nicht Jurassic World The Game, das ist was anderes. Das hier gibt's nicht mehr. Und da habe ich irgendwo noch auf dem Rechner Gameplay aufgenommen, da muss ich nochmal ein Video dazu machen, glaube ich. Ist das wie PUBG? Kenne ich nicht. Was ist denn PUBG? Wahrscheinlich ist es so dann, ja, keine Ahnung. Mobile Games. But a AAA multi-console Jurassic World game? It doesn't exist. But it almost did.
You may remember the reports of a video game being in development just after the release of Jurassic World in 2015. Rumors depicting a game in the style of Alien Isolation, a survival game set on Isla Nublar just after the events of Jurassic World. Lustigerweise gab es ja dann das Jurassic World Aftermath, das ja auch so ähnlich ist wie Alien Isolation. Jurassic World. There were trademarks, elusive posts on Reddit, videos with some of the dinosaurs, and even screenshots from builds of the game. But it all seemed to fade away with no official announcement ever taking place. With the franchise currently taking a hiatus, and with the Jurassic World trilogy having come to a close, we thought the time was right for us to unveil the truth behind this abandoned game. We've had an inside look at some of the game's original development documents, and today we'll be revealing brand new information about this unreleased Jurassic World video game. And trust me when I say, this game would have been amazing. Let's not waste any more time. My name's Jack from Jurassic. Ah, die haben ja sogar mehr als nur ein Spiel gecancelt. Dieses Jurassic World Trespasser hätte ursprünglich ja auch kommen sollen und sollte eigentlich die Brücke schlagen oder sollte eigentlich die Fortsetzung werden zu The Lost World Jurassic Park. Also die wollten mit dem Spiel Jurassic Park Trespasser quasi Jurassic Park 3 darstellen. Und das wurde aber auch nie fertiggestellt. Und dann sollte Jurassic World an sich, der Titel, sollte eigentlich auch erstmal nur ein Spiel werden. Und auch das wurde dann nicht fertiggestellt und dummerweise ist sowohl das Spiel Jurassic Park Trespasser als aber auch Jurassic World das Spiel vom selben Entwickler. Das heißt, die arme Sau hat einfach zweimal ein Projekt angefangen und durfte es dann nicht beenden. Ja. Jurassic Outpost and this is everything we know about Jurassic World Survivor. The story begins back in 2015 when Jurassic fans first caught wind of a video game being in development thanks to an anonymous post on Reddit. While the user was unable to share more, this sparked the excitement of many fans who for years had been vocalizing the need for an open world video game set within the Sogar open world hätte das sein sollen. Das ist halt echt krass. Also ob das neue Spiel open world wird. Weiß ich halt nicht. Aber ein Open-World-Spiel, ey, ich mag halt keine Open-World-Games. Von daher mal gucken, da bin ich schon eher froh, dass sowas nicht gekommen ist und dass wir dann jetzt vielleicht so ein schönes Open-Schlauch-Jurassic-Park-Spiel bekommen. The Jurassic Universe. Despite the franchise's lack of mainstream success in the Open-World-Video-Game-Field... Das Jurassic Park Trespasser, das ist so geil. Die haben ja da versucht, so die... so richtig geile Physics mit einzubauen. Und das Spiel ist wohl dadurch aber so extrem seltsam geworden. Diese ganzen, also wenn du da eine Waffe hältst, bewegt sich dein Arm wohl die ganze Zeit so. So hältst du irgendwie die Waffe. So. Und das ganze Ding kannst du jetzt aber wohl sogar auf VR zocken. Das würde ich gern machen. Auf VR ist bestimmt geil. Eight left. It seemed that Jurassic World had sparked the interest of developers and the studio alike. And during the production of Jurassic World, work had finally begun on an open world game. The Reddit Jurassic Park The Game ist bis jetzt immer noch mitunter eins der besten Jurassic Spiele, die es gibt. Das ist so geil. Da mache ich immer die mit der Hand, das mache ich auch, ja. Post had referenced H1Z1 and to the unfamiliar, this was a zombie survival game which was played exclusively online. The main aim of the game was to survive the onslaught of zombies through teamwork with other players, and a little bit of digging would uncover the similarities this game shared with Jurassic World Survivor. Oh. Das wäre aber krass, ey, so ein Überlebensding. Sowas wie World War Z nur mit Dinosauriern, das wäre schon ziemlich krass. The game was in active development from at least June 2014 through June 2016. The studio handling the project at the time, Cryptic Studios, were owned by Perfect World Entertainment, who would act as the publisher. At some point during the development, Cryptic Studios' Seattle branch were closed by Perfect World, leading many to believe the game had been cancelled. Around April 2015, some of the developers who had been working on the title seemingly left the company or were let go in that process, leading to a number of them sharing the content they had made for the game on their online portfolios. But then
Es ist halt dann wirklich so ein Fluch auf den Jurassic-Spielen, ne? Also, das ist ja wie gesagt nicht das erste. Das gab es jetzt ja schon öfter, dass da sowas passiert ist. Das ist halt echt schade, weil dann hätten wir einfach jetzt schon wesentlich mehr Jurassic Games. Und jetzt bekommen wir erst so ein richtiges Jurassic Park-Spiel mit Jurassic Park Survival. Then something interesting happened. Perfect World Entertainment, the game's publisher, went after those artists for sharing that material. It appeared the game was not dead, despite the studio closure, hinting that another studio had picked up the development, still under Perfect World Entertainment's watch. In 2016, Universal applied for trademarks on the title, and Perfect World bought the website domain JurassicWorldSurvivor.com, showing that the game was indeed still in development. Die Seite, die gab's sogar mal. Wollen wir mal schauen, ob es die noch gibt? Moment. Lass uns da gerade mal kurz nachgucken, ob es die Seite immer noch gibt. Wie ist das Ding jetzt? JurassicWorldSurvivor.com. Nee, Jurassic World war das, ne? Ja, JurassicWorldSurvivor.com. So. JurassicParkSurvival.com gibt es jetzt nur noch. Okay, das heißt, die haben die Seite anscheinend komplett rausgenommen. Und haben die Domain einfach mit der anderen über. Ja, gibt's nicht mehr. Okay. Also, die Seite ist auf jeden Fall nicht mehr aktiv. Ja. Then in 2017, another artist posted a screenshot of a very early pre-alpha build of the game, captioned Jurassic Park Survivor. We believe this screenshot predated the builds of the game that we had seen prior. What stands out the most is this version of the game was a first-person shooter. Everything we had seen and heard about the game up to this point had indicated that it was going to be third person, so this points to the screenshot being from very early on in the development phase. This version of the game was described as Left 4 Dead-like and was cancelled by Universal because. Alter, so ein Left 4 Dead ähnliches Spiel, nur mit Jurassic Park. Wie krass wäre das denn? Und Universal hat's jetzt geschlossen, weil. Of weapons in the game. And that's where things Was, weil zu viele Waffen im Spiel waren oder was? Moment. Very early on in the development phase. This version of the game was described as Left 4 Dead-like and was cancelled by Universal because of weapons in the game. Generell, weil Waffen im Spiel mit drin waren, die wollten, dass man. Die wollten nicht, dass du Dinosaurier erschießen kannst. Das ist doch wieder, ey, diese Firmen Universal und Warner, die sind doch alle nicht mehr ganz sauber in der Birne. Mann, wäre das geil gewesen. And that's where things went quiet. While many people crossed their fingers hoping the game would still happen, it seemed as though Jurassic World Survivor was dead in the water. However, new information we have discovered paints us a picture of the game after these leaks, and it definitely had expanded into quite the ambitious project. We're not clear on exactly when this happened, but the game development company Splash Damage took over the game's development. They dubbed the game Project Raptor and, still under the watch of Perfect World, continued to develop an open-world survival game. Es hätte geil werden können. Ich bin halt kein Fan von Open-World-Spielen, deswegen weiß ich hier nicht genau. Wenn man es gut ausarbeiten würde, dann auf jeden Fall. Was, als ob ich mit einem Zahnstocher einen T-Rex angreife? Kannst alles machen. Set on Isla Nublar weeks after the Jurassic World incident. Now the timeline from this point forward does. Das heißt, die ganze Nummer würde sogar noch zwischen Jurassic World und Jurassic World 2 spielen, denke ich mal, ne? Auf der Isla Nublar halt dann. Has become a little blurry. It's unclear when Splash Damage and or Perfect World ceased development of the game. Or if it ever even reached a playable state. Now, as you can expect, the dinosaurs that we see in the Jurassic World movie would have made an appearance in this game. From the developers that. Boah, sieht Jurassic World schon scheiße aus, ne?
Du siehst ja gerade nicht den Unterschied. Das hätte auch einfach hier Jurassic World Evolution sein können, das hier. Das ist ja krass. Ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, aber Gott, sieht der scheiße aus. Oje, oje. Da fehlt ein Stück vom Schatten. Seht ihr das hier? Einfach. Ist das Jurassic World Evolution hier? Boah, ist das krass kacke. From the developers that shared their work, we know that the icon of Jurassic Park, the T-Rex, would have appeared, and her model and animation honestly looked great. Along with the T-Rex, we would have seen another fan favorite, the Spinosaurus. Ooh. We're not sure how canonically she would have ended up on Isla Nublar, but either way, it would have been fun to see the return of this Jurassic Park 3. Ja, aber was, wenn das aber wirklich Kanon gewesen wäre, hätte man dann genau so erklären können, wie der Spinosaurus dann vielleicht doch vorher noch auf der Isla Nublar gewesen ist und dann erst von da aus zu Mentacorp gebracht wurde. Das könnte man damit erklärt haben. Carnivore. As you saw in the pre-alpha screenshot from the game, the Velociraptors also would have played a large part. While Blue never appeared in any of the game assets that were shared, ja, finde ich auch gut, scheiß auf Blue. A Jurassic Park-style Velociraptor was shown. Was this game potentially going to explore the secrets that remained in the restricted zone? Another fan-favorite model stimmt. For the game that only returned to the franchise very recently was the Dilophosaurus, who was shown in her 93 coloring. Some island herbivores such as the Gallimimus, the Ankylosaurus, and the Stegosaurus would have appeared. We also would have seen the Triceratops, the Pachycephalosaurus, and the towering Apatosaurus as well. The island would still have been occupied by the Pteranodons as well, and the CGI-Dinos sind allgemein kacke, weiß ich halt nicht. Die sahen zum Teil auch mal ganz geil aus, aber das sah ja eben gerade komplett aus wie ein Videospiel. Aber das war der Film. Das sah eben echt grottig aus. Auch von der Überleitung, von der Umgebung zum CGI dann. Das war schon kacke. The game developers had designed a Baryonyx along with a Suchomimus. Ey, da wären voll viele Viecher dabei gewesen, die eigentlich saugeil sind. We also got a good look at the model made for Owen Grady. Ah, ja, nee, dann scheiß drauf. Wenn Owen mit dabei wäre, dann lass es halt sein. We have to praise the work here as these models, especially for a 2015 era game, look fantastic and really capture that Jurassic Park dinosaur feeling. So here's the new information. Jurassic World Survivor was gonna take place roughly 1 to 2 months after the events of Jurassic World. Das finde ich eine geile Idee. Das gefällt mir gut. A Category 5 storm had further destroyed the island's infrastructure, leaving the Jurassic World Park. Hä? Wie, es hat ein Sturm die Isla Nublar nochmal verwüstet? Die ist die nicht kaputt gegangen wegen dem Indominus Rex oder kam da noch irgendwie ein Sturm auf? Weiß es gar nicht mehr. In ruins with the dinosaurs roaming free. With the island in disarray, rival corporations use this opportunity to send in their teams to steal secrets and silence any potential witnesses. In the game, you would play as stranded civilians, the ultimate goal being. Finde ich auch sehr geil, dass du einen ganz normalen Typen oder eine ganz normale Frau spielst und eben keinen Superhelden wieder, keinen Owen Grady, der wieder den Spinosaurus im Schwitzkasten umbringen kann. Hättest du einfach einen ganz normalen Besucher gespielt, scheinbar. Ey, ohne Scheiß, aber das ist doch genau dasselbe Szenario wie auch jetzt in Jurassic World Survival. In Jurassic World Survival spielen wir jetzt auch eine Wissenschaftlerin, die ja scheinbar zurückgeblieben ist. Hier hätten wir eben einfach nur einen Parkbesucher gespielt, der zurückgeblieben wäre. To find a way to escape the island while facing and surviving the various threats along the way. Some of the development videos from the game showed a human character based off of Owen, and we knew at one point he was to appear in the game, but by the time development was with Splash Damage, you would take on the role as civilians who crash landed on the island during the storm. Okay, es hat noch einen Sturm geben sollen und aus. Aber das wäre ja schon wieder. Nee, das kannst du ja nicht immer bringen. Also man wäre anscheinend jetzt schon wieder wegen einem Sturm einfach auf der Insel abgestürzt. Sounds quite a bit like Trespasser.
It's actually noted in some of the development notes that the player would create your own survivor and continue to customize them over time with items you find on the island. Top priorities for the player included, of course, survival, finding food and water, shelter, medicine, weapons and batteries. Das ist eigentlich gar nicht so mein Spiel, ey. Das ist so, das ist mir schon wieder so zu viel komisches Zeug, aber ich würde es trotzdem irgendwie geil finden. Selbst ein Toilettenputzer kann interessanter werden als euer Own, ist halt wirklich keine gute Figur, ey. Wenn Owen dabei ist, kann man bestimmt irgendwo so eine Schriftrolle finden, wo er dann die allmächtige Handbewegung lernt. Wahrscheinlich, ja. Das ist dann so ein blauer Balken, der geht dann langsam weg, wenn du den machst. Wenn du den machst, kannst du einfach alles aufhalten. Da kommt auch dann dieser Sturm einfach auf die Insel und du machst so, und dann geht der Sturm einfach weg. Food is hard to come by. The water found in stagnant pools might make. Noch mal ganz kurz, das Ganze mit diesem du musst essen und du musst trinken, das fand ich schon immer sehr scheiße. Das ist das, nee, das ist, ich weiß, das ist sehr realistisch gehalten dann, aber da muss ich auch kein Videospiel spielen. Also essen und trinken brauche ich jetzt nicht unbedingt, dass man das unbedingt machen muss. So als Energie, ja, aber nicht als Muss. The player sick. You could eat the various fruits and berries on the island, but as we know, some might be poisonous. Is this West Indian lilac? A lot of thought went into the world building and how the Jurassic World Park would look after being abandoned. Signage and visitor maps would be faded, overwritten by notes from survivors and evacuation teams sent out by InGen and other parties. Dinosaur skeletons would litter the various areas, having been picked apart by the various scavengers. The power would not be online. Once the sun sets, players can only hope for a clear night so the moon would illuminate what it can. Tasks potentially would have included rebooting the geothermal power station, which in itself would be a very difficult task. The monorail would also play a role in this game. Players could potentially restore emergency power to individual monorail sections, allowing faster travel between the various island sectors. Ja, da wäre das aber schon ein relativ großes Spiel dann gewesen. Ich habe sogar bei Skyrim damals, habe ich die Funktion nie benutzt. Diese Schnellreisen habe ich noch nie benutzt. Würde ich, glaube ich, bei so einem Spiel aber auch nicht. Weil gerade wenn du eben dann von Punkt A zu Punkt B läufst, durchs gesamte Spielfeld nochmal durch und die Saurier sind dann vielleicht mal woanders und da kann dann das passieren und das passieren, das finde ich halt auch ziemlich geil. Also ein Open-World-Spiel kann schon ganz cool werden. Je nachdem, wie du es aber halt dann auch umsetzt, wie die KI sich verhält und wie intelligent die auch dann sind und sowas. So let's talk about the locations that would be available to the player. InGen's own survival shelters would be scattered around the island and are basically concrete bunkers that contain supplies for the player and even have solar panels on the roof. Some would have armored radio antennas on top, allowing for players to send out rescue messages. The bunkers would often contain emergency rations, water, medicine, sometimes ammunition, and a radio if you got lucky. Park buildings, such as storerooms, utility sheds, warehouses, garages, and such, may contain additional resources but may also be home to predators. Dinosaur. Das ist ja aber schon von der Planung her relativ weit gewesen, ne? Krass. Ja, zumindest von der vom Grundkonzept waren die da schon relativ weit gewesen. Paddocks are also accessible, but not necessarily safe. One cool aspect that was being considered, much like how in Trespasser you would occasionally stumble upon an abandoned InGen vehicles, vehicles from Jurassic World would occasionally show up. They would not be drivable, but the player could utilize water from, say, the radiator and any other potential supplies that were left inside the vehicle. The fuel tanks would be drainable, which would allow you to light campfires, although this also wouldn't necessarily be a wise idea. This was to be an online open world game. We mentioned earlier that while playing there would be. Also ein Online-Spiel kann ich mir bei Jurassic überhaupt nicht vorstellen. So ein Jurassic Park Online-Spiel, nee, das ist dann wieder zu viel Geballer und zu viel Action. Bräuchte ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Various threats to contend with, and those wouldn't have just been the escaped dinosaurs.
While you as the player decides where to go and what to do on the island, other teams have been or are still there, doing their own thing. InGen rescue teams, according to the developers, InGen and we assume Mizrani, are still trying to regain some sort of control over the island. They had been attempting to rescue any remaining survivors, tag dinosaurs for future containment, protect the various assets across the island, specifically dinosaurs and embryos from poachers, and restore the power to have some sort of control. It's not clear whether you would encounter InGen workers on the island or would just see the remains of their work. Biosyn operatives. Now this would have been exciting. Until Jurassic World Dominion and, okay, Camp Cretaceous, Biosyn, the rival genetics corporation to InGen, had never actually been mentioned by name in the movies. Lewis Dodgson made his first appearance in the original movie, but the company he worked for was never mentioned. The company did get a mention in the... Ja, das hier ist das Game, das ist übrigens auch bei dieser Collection mit dabei, bei der Jurassic Park Classic Collection. Und da wird Biosyn wirklich ein bisschen mehr hervorgehoben. Und lustigerweise hat man ja diese Jurassic Park Spiele, für was waren das gewesen? Für ein Super Nintendo, glaube ich. Hat man ja entwickelt und wollte die ja schon so ein bisschen auf das, was kommt, vorbereiten. Nee, man wollte mit den Spielen das, was kommt, schon ein bisschen vorbereiten. Deswegen hat man in den Spielen auch Biosyn schon ein bisschen mehr mit eingeführt. Und Lewis Dodgson sollte auch ursprünglich in The Lost World Jurassic Park 2, also im Film, auftauchen. Ja. Zumindest war das von Steven Spielberg geplant gewesen. Warum das dann nicht so war, ist die andere Frage. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber auf jeden Fall sollte man, oder man wollte schon auf Richtung Biosyn so ein bisschen mehr darauf anspielen, was da noch alles passiert. The video game Jurassic Park 2, The Chaos Continues. The game featured a cinematic opening explaining that Biosyn is sending in troops and scientists in an attempt to gain control of Isla Nublar for their own purposes. But if you hadn't played these games, Jurassic World Survivor would be the very first to introduce this company in a very similar way. So Biosyn's goal in the game would be to take the lead in genetic engineering and steal the embryos and dinosaurs that remain on the island. Das wäre auf jeden Fall eine geilere Story gewesen als die von Jurassic World. Das wäre echt eine geile Geschichte gewesen. Was auch Sinn macht einfach. They are trying to locate and tag the various dinosaurs. Their ultimate goal is to trap the dinosaurs and remove them from the island, likely to their own facility. The Biosyn operatives would be a major threat to the player, meaning you would need to avoid any potential interaction with them. International Naval Blockade Rescue Teams. Described as an international force enforcing the naval quarantine / blockade of the island, they will also send teams to the island to rescue visitors, search for survivors, and recover whatever they can of human remains. Das wäre auch ein geiles Game. Wenn du auf die Isla Nublar kommen müsstest, als irgendwie so ein Soldat oder ähnliches, und du musst dann da einfach Zivilisten runterbringen von der Isla Nublar. Aber die können doch einfach sterben. Und du musst dann quasi irgendwie gucken, wie du am besten möglichsten so viele Menschen wie möglich von der Insel runterbringst. Das wäre schon eine coole Nummer. Das würde Bock machen. Sogar im Multiplayer-Modus wäre das ganz geil. We're here to rescue humans. We don't care who. This is a disaster area. We need to get everyone off the island ASAP. The survivors' families haven't given up hope of seeing their loved ones again, so nor will we. It's not very clear how involved these teams would be, but it's a cool world-building idea to have naval blockades surrounding the island, ideally keeping poachers away. Biohazard cleanup. Not much detail can be gleaned from this faction, but their role would have involved destroying any biological life that they can, specifically... Oh nee, das wäre jetzt dann so eine Action-Shooter-Scheiße geworden, glaube ich. ...of course, the dinosaurs. Their mission statement, these monsters are a global threat and need to be stamped out forever. They had their chance, evolution said no, it's up to us to make them extinct again. Visitor and worker relatives. You can bet that some of the encounters on the island would be of relatives who, instead of relying on the official rescue operations, would try to seek out their family members on the island themselves, or at least find out what happened to them. Some of the park workers were hired from the nearby mainland, notably Costa Rica.
the game would include what's described in the documents as indigenous bribery, who know ways on and off the island that InGen doesn't. The bribery people are an indigenous people located in eastern... Servus, Anliba. Dass du auch am Start bist. ...in Costa Rica and parts of Panama. Eco-terrorists. Dinosaur-loving eco-terrorists would also find their way onto the island at times. Ey, das sage ich doch die ganze Zeit schon, Mann. Jurassic World wäre so viel sinnvoller, wenn einfach so Bio, das heißt Bio-Terroristen, so radikale Umweltaktivisten einfach anfangen würden, Dinosaurier zu befreien auf den Inseln. Eben auch auf im Jurassic World Park zum Beispiel. Das hätte so viel Sinn gemacht, dass deswegen alles kaputt gegangen wäre und eben nicht. Weil der Indominus Rex einfach schlauer ist als der ganze Rest. Times and would be actively hunting humans who want to poach the dinosaurs or tag them for later relocation. They will supposedly tolerate rescue teams, but anybody looking to re-imprison the dinosaurs would be their target. And they care more about the animals than humans. They believe the dinosaurs should be left alone to flourish and survive on their own. VIP rescue teams. Jurassic World was visited by people from across the globe, and some of those visitors were very important and very wealthy people. During the disaster, many of the visitors went missing and likely perished at the fate of the dinosaurs, but some remained surviving on the... Es hat aber auch einfach Sinn gemacht, dass da die ganzen, nicht die ganzen, aber dass da einige von den Parkbesuchern einfach aus Panik auch in den Dschungel reingerannt wären zum Beispiel. Und dann wären die eben noch auf der Insel. Und dann würden eben Angehörige sagen, ey... Die sind halt noch da und dann müsstest du die wieder da runterholen. Das macht schon Sinn irgendwie. The island. If one of the missing visitors happened to be the CEO of a large company, private mercenaries would be sent in to try and find either the survivor or information on their demise. It's safe to bet that those mercenaries wouldn't be interested in rescuing you, and the best course of action would be to avoid. Don't interfere with them and they won't interfere with you. So there were a number of different factions, potentially different threats for you to evade on the island, and of course, including all of these different groups with the dinosaurs too, survival wouldn't necessarily be an easy feat. Yeah, but it sounds as though you would be able to team up or collaborate with other survivors, especially if this was planned to be an online-only game. Ja, das Online-Only finde ich halt immer noch scheiße. Wenn das so ein Spiel wäre, wo man einfach sagen kann, okay, ich kann jemanden mit dazu holen, der das irgendwie mit mir zusammenzockt, dann wäre das geil. Aber nur online bin ich kein Fan davon. Like in many survival games, and The Last of Us comes to mind for this especially, the player would often stumble upon written or recorded messages which would provide clues as to where you would find resources and also provide story details on what happened to Jurassic World. Ja, das finde ich geil. An InGen rescue leaflet would be found, supposedly dropping on the island via helicopter. It read, "Your evacuation is our priority. Asset containment teams are dealing with the problem." Das hast du ja auch in Jurassic World Aftermath zum Beispiel. Da findest du ja auch die ganze Zeit irgendwelche Aufzeichnungen, Tagebücher oder E-Mail-Verkehr, wo dann quasi so ein bisschen Backstory drin beschrieben wird. Ich finde das auch sehr geil. Sehr, sehr geil. "Visitor, evacuation teams are already looking for you. Your rescue is imminent. Drink only bottled water or rainwater, not from stagnant pools. Do not attempt to leave the island yourself. Do not head towards the ferry terminal. Find a survival shelter and stay there. We will come to you. Try to avoid open spaces. Stick to dense vegetation. Do not attempt to escape raptors by climbing trees." There would also be recordings or written messages left by civilian survivors, like this survival log. "I'm recording this because, Laura, I'm so sorry. I'm so damn sorry." Ja, sowas, ey. Sowas hätte aber auf jeden Fall, hätte das wesentlich besser in ein Jurassic Park Spiel gepasst. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich sehe so eine düstere Geschichte überhaupt nicht in Jurassic World, wo du dann so rumläufst und dann irgendwie, keine Ahnung, du einfach dann so ein Handy findest, wo so düstere Aufnahmen drauf sind, wie hätte ich nur diesen Fehler nicht gemacht und dann das passt überhaupt nicht zu diesem extrem, keine Ahnung, kinderfreundlichen Jurassic World, finde ich.
Ach so, danke Andiba für den Embryosaft. Er ist hier drin. You know, this was supposed to be, well, it certainly has been a once-in-a-lifetime holiday. Can't fault the advertising there. So I've been here, you know, I have no idea how long. None. Weeks? Mhm. Spino-Embryo. Schmeckst du sofort raus. Weeks. It must be more than 1 week. Every sunrise is a surprise. I don't know if I've ever really slept since the... They... Von welchem Spiel ist denn der Auszug da gerade? Ist das sogar von Jurassic Park Trespasser? Nee, ne? Keine Ahnung. You know. Every hour, every moment is precious. I don't know what I'd give for a cheeseburger right now. Or maybe. Just that nothing else eats me. Not yet. Not today. Not this morning. Can't they wait till this afternoon? A note, or a recording, left by a biohazard containment trooper would read as such. Sirep Fubar, truly beyond all recognition. We were inserted by a helo from the mainland. The helo got attacked by the flying ones. Ist das doch von Jurassic Park Trespasser? Weil die haben das Spiel auf jeden Fall ja auch schon vertont gehabt, glaube ich. Crashed about a click away. We headed to the crash site and got ambushed before we got 100 meters. Oh, they're smart. They are so smart. Our weapons, our special training, didn't matter. Didn't stop them. Didn't even slow them down. 5 minutes later, there are only 6 of us, out of the original 10. An hour after that, 2 of us. A day later, only me. I guess they've had a lot of practice. Have to admire them in a way. Jurassic World staff would also leave logs on the island for you to find. Lalo, I'm guessing this is about 2 a.m. Tuesday. I haven't seen you since Sunday. I hope. Ja, okay, die Idee dahinter ist einfach, dass du halt hier und da Informationen findest und dir alles ein bisschen zusammenspinnen kannst. Zum einen, dass irgendwelche Daten auch gedroppt werden, wie Uhrzeiten, Datum und so ein Kram. Dass du auch mal dann Aufnahmen findest, wie, ja, die irgendwie von Überlebenden sind. Dass du auch mal Aufnahmen findest, die von Indien-Soldaten sind und so ein Kram. Das, ja... Haben Spiele davor auch schon gemacht. Zum einen auch Resident Evil hat das ganz, ganz bekannt gemacht. You're still okay. We repaired the Jeep suspension. Tried checking in on survival shelters. But we ran into an Enkylo and, well, there's no Jeep anymore. We got into a GTH service tunnel marked. Beides, Anniba, beides. Marked SW10BE. And walked about a mile in the dark. Du versuchst gerade unbedingt mit so einem Wortwitz durchzukommen, gell? Seemed straight back north. The Raptors know about the tunnels. They're working them out, if they ever get inside. I checked the RV, but can't see any signs you left. I hope you're holed up somewhere safe, or evacuated. Sending backup. Take care, Lalo. Oh, and... I should have listened to you. You were right about everything. Ich hab grad irgendwo Owen erwähnt, nee, ne? Das war gerade. Ich habe gerade nur zugehört. Ich habe gerade irgendwo Owen verstanden. I hope you hold it up somewhere safe. Bla bla bla. Okay, nee. Okay. Raptors in the tunnels. Back in 2015, when Jurassic World was almost released, I had a theory that the underground tunnels would be utilized by Owen and other survivors, and that the velociraptors from the restricted zone, also a theory, would find their way into the tunnels. Obviously, this didn't happen, but it would have been chilling to experience in-game. It would have felt a lot like... Ja, so Untergrundtunnel, das ist halt immer irgendwie dasselbe. Es ist immer wieder unheimlich, ja, aber auch Alien Isolation ist ein geiles Spiel. Aber ist dann doch sehr schnell irgendwie abgenutzt von der Umgebung her und von der Funktion her. Von daher, das muss nicht unbedingt sein. Alien Isolation.
So there is a lot of information to digest here, and ultimately we've come away with the thought that this game really should have been made. While I can't vouch for Cryptic Studios or Splash Damage's work, as I simply have not played any of their games, we can see from the various assets and models made for this game that it would have looked pretty damn sweet. Die sahen echt gut aus, ja. Ich bin so gespannt, wie die Saurier aussehen in der fertigen Version von Jurassic Park Survival. Das wird so ein geiles Game werden. Boah, das werde ich hier so krass durchzocken, auf Twitch wahrscheinlich dann, ja. The concepts and ideas that were considered sounded like they would make a great open-world survival game that dabbled with horror elements and would have given us a long-awaited game that many fans have been shouting for, well, years. The franchise has a weird history with video games. Going back to 1993, there were a... Bestes Spiel. Das ist das geilste Jurassic Park Game bis jetzt, ey. Jurassic Park für Sega Mega Drive. So geil. Das haben wir einmal auf Twitch durchgezockt und ich glaube sogar noch einmal auf YouTube durchgezockt. Wealth of games made to tie in with the movie, but also continue the story in fun and exciting ways. Trespasser has a place in many... Ey, das habe ich auch Bock mal zu zocken, das Trespasser. Hätte da einer Bock drauf? Es sieht halt von der Grafik her so aus, wie ihr es gerade seht. Aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Habe ich noch nie gezockt. Und es soll wohl sehr geil sein für damalige Verhältnisse. Habe ich echt Bock drauf. Any Jurassic fans' hearts, but at the time was hailed as the worst game of 1998 due to its overly ambitious intentions and the very fact that it was released well before it was completed. Jurassic Park 3 almost had a tie-in game called Jurassic Park Survival, which... Ich dachte, darum geht's hier eigentlich gerade um den Titel. Aber das ist erst im nächsten Video dran. ...also was cancelled for various reasons, but would have, according to some plot descriptions given, allowed the player to explore Site B, Isla Sorna. Das sieht geil aus. Some later plot descriptions hinted that the game actually took place on a third island, nicht. But, well, we'll save that for another video. Operation Genesis gave us, back in 2004, a great experience where you could build your own Jurassic Park. Ja, gut, Operation Genesis ist aber halt auch eine ganz andere Nummer, ne? Weil es hier auch eben gerade geschrieben wurde, Operation Genesis, ja, ist ein geiles Spiel, aber ist halt ein Parkaufbauspiel. Und die machen Bock, ey, die kannst du nebenbei super schön zocken und kannst, keine Ahnung, so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Aber so ein richtiges Jurassic Park Adventure Spiel haben wir ja modern nicht. Außer dieses Jurassic Park Jurassic World Aftermath. Und sogar das ist mehr so ein Zeichentrick, animiertes Ding. So ein richtiges bekommen wir erst wirklich jetzt mit Jurassic Park Survival. Oh, vielen, vielen Dank fürs Stufe 1 Abo von, oh Gott. Dirty AT Show. Ist das richtig? Ich kann es von hier aus echt sauscheiße sehen. Den Namen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Stufe 1 Abo. Oder was anderes baumeln lassen. Ja, oder was, du kannst alles baumeln lassen, was du willst, ey. Kannst dir ein Loch in den Stuhl runterschneiden und kannst dann ein Dirty Red, haha. Dirty Red, jetzt sehe ich es gerade, ja. Ich habe das eher nicht gesehen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Stufe 1 Abo. Und ja, Andy Bar, du kannst baumeln lassen, was du willst. Machst ein schönes Loch in den Stuhl, dann lässt du alles komplett sacken. Aber für so ein richtiges Abenteuerspiel, da hätte ich halt auch Bock drauf. Frontier Developments continued the Park Builder-style game with Jurassic World Evolution and Evolution 2. Since then, the franchise has more or less been plagued with short-lived pay-to-play games or games that just don't meet the mark for what people... Wollte gerade sagen, pay-to-play games, das ist doch kein pay-to-play game. Das ist ja wirklich ein komplett free-to-play game. Da werde ich übrigens auch noch mal streamen müssen, so ein paar Runden mit Jurassic World Alive, habe ich auch Bock drauf. Actually want to play. The echoing sentiment across the fandom and honestly across the general audience who just want a Jurassic game is give us Alien Isolation, but make it Jurassic Park. And why not? The original two movies perfectly blended the adventure, the science and the horror that the franchise has now drifted away from. Das ist Play to Win geworden. Du meinst, was? Pay to Win, sorry, ich bin so bescheuert. Paid, was denn? Jurassic World Alive ist jetzt Pay to Win geworden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du meinst Jurassic World The Game wahrscheinlich, das habe ich schon öfter gehört. Aber Jurassic World Alive, was willst denn du da pay to win machen? Großartig.
If the studios want to avoid making the Jurassic World movies even remotely scary. Das ist die beschissenste Szene in ganz Jurassic World, ey. Das ist so dumm einfach, wie lustig das wieder gemacht ist. Ach Mann, Jurassic World, ey. Harry, then maybe they should pour that. Und die Animation, wie Blue rennt. Es ist, ey, die haben doch einfach keinen Bock gehabt da drauf. Guckt euch das mal bitte ganz kurz an. Achtung. If the studios want to avoid making the Jurassic World movies even einmal das, ne? Und wenn das nicht reicht, dann kommt einfach das. Remotely scary, then maybe they should pour that missing element. Das sieht so kacke aus. Das sieht krass aus. Ja, ein schönes, ey, das Jurassic Park Survival wird auf jeden Fall ein geiles Spiel und danach will ich einfach ein schönes Jurassic irgendwas Survival haben, wo du aber auf der Isla Sorna oder auf der Isla Nublar bist, die halt schon längst so aussieht. Die Insel wird ja so nicht aussehen im Spiel Jurassic Park Survival, da ist ja noch zu frisch alles, aber sowas würde ich gern zocken. And actually allow a game developer to design a video game that appeals to the masses and not just the younger audience. Alien Isolation made multiple best of lists and won several awards, consistently hitting top 10 lists. It also made a boatload of money. The Last of Us, well, do I even need to say it? It's one of the most popular games that has completely embedded itself into our modern culture, consistently hit 10 out of 10 reviews and appeared on lists featuring the very best games. And guess what? It made a boatload of money. Seriously, what are they waiting for? It's been disappointing to see these wonderful assets from yet another cancelled Jurassic Park video game. I certainly hope there is some plan in the not too distant future to reignite this type. Achtung, was aber wenn Jurassic Park Survival, das eventuell ja schon dieses Jahr rauskommt, einfach jetzt noch gecancelt wird. Und dann heißt es einfach, nee, es kommt auch nicht raus. Dann liegt da einfach so ein Fluch auf dem Franchise. Also wenn das Spiel jetzt wirklich auch nicht mehr rauskommen sollte, boah, wäre das krass. Title or something similar, as the Jurassic World movies have lacked an open world video game and the franchise as a whole absolutely deserves one. It's also a shame for the artists who poured their time and energy into these fantastic dinosaur models and likely a lot ja, more. Ja, das ist aber immer so, finde ich. Das ist dieses gesamte Ding, ich meine, das Produkt wollte ich gerade schon sagen. Das Projekt wurde jetzt ja wirklich bei Jurassic Park Trespasser einmal komplett gecancelt. Es wurde bei Jurassic World das erste Mal gecancelt. Jetzt wurde das hier auch nochmal dann zurückgezogen. Wenn das immer von denselben Machern gewesen ist, ey, da hätte ich aber auch keinen Bock mehr langsam. Da würde ich auch sagen, wisst ihr was? Scheiß halt einfach drauf. Macht's doch selber. For the game too, only to see it cancelled. But what do you think? And what do you make of what could have been with Jurassic World Survivor? Share your thoughts down below in the comments and thank you for watching the video. If you also, ihr könnt mir mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, was ihr davon haltet, Jurassic Park Survivor, Jurassic World Survivor, sorry, wenn das rausgekommen wäre, wie ist eure Meinung dann dazu? Mir wäre das Open World, müsste nicht unbedingt sein, aber schreibt mir einfach mal was in den Chat rein. Ich werde es gleich nachlesen, aber ich gehe mal ganz kurz für kleine Dinos. Bis gleich.